Trotz enormer Verbesserungen im öffentlichen Verkehr sind viele mobilitätsbehinderte Menschen nicht in der Lage, den auch zu brauchen. Halli, hallo, wir fahren in die Welt. Halli, hallo, wir fahren in die weite Welt. Herzlich willkommen bei Dixi Zürich. Dixi ist ein gemeinnütziger Verein und betreibt einen Fahrdienst für mobilitätsbehinderte Menschen. Ganz im Sinn von einer Gleichberechtigung sind die Fahrpreise fast denen vom öffentlichen Verkehr angepasst. Was bedeutet Ihnen Dixi? Ich fahre seit 8 Jahren Dixi. Eine Bekannte hat mich auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht. Es ist für mich eine tolle Sache nach der Familienphase, etwas Sinnvolles zu tun. Ich fahre die Leute von A nach B, habe tolle Gespräche, sehe hier viel Leben rein. Für mich ist es eine gute Sache. Der Wald ist unsere Liebe, der Himmel. Wie lange benutzen Sie schon Dixi? Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich ein sehr regelmäßiger Dixi-Fahrgast bin. Ich benutze Dixi täglich und habe wirklich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Für was benutzen Sie Dixi? Hauptsächlich für Freizeitfahrten, als auch ab und zu für Fahrten zum Sprachunterricht. Ich gebe noch Deutschunterricht. Also hat für mich Dixi ganz viele wichtige Funktionen, wo ich natürlich mein Alltagsleben danach richten kann. Danke fürs Gespräch. Ein Heil im schönen Walde, zu dem wir uns gesellt. In den letzten 25 Jahren hat Dixi rund 1 Million Fahrten durchgeführt. Trotz der über 70'000 Stunden Freiwilligenarbeit von unseren Fahrern und Fahrerinnen ist Dixi auf über die Hälfte des ganzen Aufwands auf Spendengelder angewiesen. Mit jedem Spendenfranken fährt Dixi, ein behinderter Mensch, einen Kilometer weit. Helfen Sie mit, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und unterstützen Sie Dixi mit einer Spende, einer Patenschaft oder einer Autosponsorin. Die behinderten Mitmenschen werden Ihnen dankbar sein.